Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Nintendo Edition Enderal. Und jo, heute geht es in die Kaschemmen der Städte, in die Unterstadt. Grüße. Auch wenn ich glaube, dass. Also, ich kann es mir echt nicht so schlimm vorstellen wie in Wiften. In Wiften gehst du ja echt da rein, ist ja direkt so alles, ne? Es ist wie, als wenn du in goldener Kanalisation bist. Und hier. Okay, gut, das ist ähnlich. Was war das gerade für ein Text, den du umlegst? Den hätte ich vielleicht mal lesen sollen, ne? Hallo. Alter! Alter, das ist episch. Alter, guckt euch diesen Ausblick an. Das ist episch. Also, okay, Dwemer-Kasernen sind auch immer episch. Aber das hier ist gerade ziemlich episch auch. Alter, das ist ja eine richtige... Alter, das haben sie mega geil gemacht. Alter. Da bin ich ja gerade mal richtig... Props. Muss man da einfach mal gerade sagen. Das sind Props. Also, das habt ihr echt gut gemacht. Also muss ich... Da kann man, finde ich, schon mal applaudieren. Das ist nicht schlecht. Fleischmagenkranker. Nee, ich kann hier nicht... Das Problem ist, würde ich hier wirklich jedem Arm was geben, dann hätte ich nichts mehr. Das ist halt immer auch auf der Straße so, finde ich, wenn man Leuten was Geld gibt. Klar, man würde immer gerne helfen, aber... Hallo! Ja. Einen Obolus, der Herr wird es euch vergüten. Und dann sind die Kinder, denen Hallo. Es so gut geht. Ja, Heimatlose sind hier natürlich. Aber in der Funkuschlag. Und Baracken. Ich würde aber gerne von jedem die Geschichte erfahren. Und wenn, klar... Wenn die Leute mir eine Geschichte geben, dann würde ich auch gerne denen helfen. Ich helfe auch ihnen so gerne jedem. Ne? Ich würde für jeden würde ich eine Quest machen. Ne? Das lohnt sich ja quasi eh immer. Ich würde mal interessieren, was passiert, wenn man hier schlafen geht. Was wollt ihr? Ich begaffen. Wieso und solchen Leuten will man gar kein Geld geben? Und das ist halt auch auf der Straße so. Es gibt so viele Leute einfach auf der Straße, so Bedürftige, und die sind dann manchmal so unfreundlich. Nee, da gebe ich denen halt einfach nicht. Alter, was ist denn hier? Heroin, das Hauptverkaufsmerkmal? Hm? Was seid ihr, ein Händler? So würde ich mich bezeichnen, auch wenn die Schnösel der goldenen Sichel mir da vermutlich widersprechen würden. Sagen wir es so, ich habe sicher das ein oder andere, was euch interessieren könnte. Und einem guten Fund eurerseits bin ich nicht abgeneigt. Ach, wie sieht's denn aus mit, ausgeliehenen Sachen? Ausgeliehene Gegenstände? Ich glaube, ich weiß nicht, was ihr meint. Lasst mal sehen. Heute Met im Angebot. Ja, jetzt habe ich nichts. Doch, ich habe doch die Sache. Ich habe so, ich kann ihm geklaute Sachen verkaufen. Oh ja. Naja, und halt echte, ne? Jo, geil. Sichere Straßen. Das ist nett. Huch, wieso kann ich denn hier hin? Was? Malfas zum Gruß. Ich kann hier doch so schlafen, hä? Wieso sollte ich bezahlen? Also so. Ganz gefragt. Was? Ach ihr? Euer Bruder schickt mich, ne? Ja, wir wissen, wo ihr den Tresorschlüssel für das Erbe eures Vaters versteckt habt. So, will er das? Der gute Milbert und seine Silberzunge. Jetzt hat er sogar schon Lakaien gefunden, die Drecksarbeit für ihn erledigen. Ich mach's kurz. Ich werde den Schlüssel behalten. Ich weiß nicht, was er euch erzählt hat, aber sicher nicht die Wahrheit. Wenn ihr die kennen würdet, wärt ihr jetzt nicht hier.
Oberstädter. Erzählt mir die Wahrheit. Welche ist es? Über den Überfall. Das hat er euch doch sicher erzählt, oder? Wie die Banditen unsere Eltern abgeschlachtet haben und wie nur wir beide es aus dem Dorf geschafft haben. Was er euch vermutlich nicht erzählt hat, ist, dass er abgehauen ist, während ich noch im Haus war und mich versteckt habe. Er hat sich einfach alles gekrallt, was nach Groschen aussah, und ist abgehauen, verdammt! Wenn ich damals verreckt wäre, es hätte ihn kein Deut gekümmert. Aber gnädig wie das Schicksal war, kam es natürlich anders. Ich bin ihm nachgerannt, bis nach Ark, in diese verdammte Unterstadt hier. Aber nein, meinte er, war froh, mich zu sehen? Natürlich nicht. Er hat mich in seinem Zimmer schlafen lassen und er hat es so dargestellt, als sei es ein Privileg. Als das Geschäft lief, ist er abgehauen, in sein hübsches Haus dort oben. Ich bin ihm scheißegal, so wie schon immer. Ja, er zahlt für mein Zimmer in den Baracken, wenn man es denn so nennen kann, aber ansonsten nichts. Und jetzt kommt er angekrochen, weil ich mir den Teil des Erbes nehme, der mir zusteht. Das kann er vergessen. Die Frage ist, welche Geschichte könnte wahr sein? Ich habe eurem Bruder versprochen, ihm zu helfen. Gebt mir den Schlüssel, dann werden wir weiß sehen. Oder Rhetorik. Wenn ihr mir den Schlüssel gebt und Wilbert sein Gold bekommt, kann ich vielleicht ein Wörtchen mit ihm reden. Ihn überzeugen, dass er euch versorgt. Das glaubt ihr doch selbst nicht. Und wofür braucht ihr das Geld? Macht ihr doch etwas anderes, als hier unten herumzuhängen? Ich überlebe. Und da ich anders als mein Bruder für den nächsten Groschen nicht über Leichen gehe, ist das gar nicht so einfach hier unten. Ich habe eurem Bruder versprochen, ihm zu helfen. Gebt mir den Schlüssel, dann sehen wir weiter. Schön. Ich sehe schon. Ihr seid so dumm, wie ihr aussieht. Na dann wollen wir doch mal sehen, ob ihr auch beißen könnt. Wow, 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 wow. Ach doch, nicht so eine Prügelei. Ich will mich nicht mit der Frau prügeln. Leute. Also, das ist jetzt, ich verprügel die Frau nicht. Das ist Fisting. Das ist Fisting, das mag die Frau, wenn man mit der Faust in sie geht. Gut, gut, ihr habt gewonnen. Ich sage euch, wo der verdammte Schlüssel ist. Aber erwartet nicht zu viel. Das Geld ist ohnehin fast weg. Er liegt hinter Fässern am Eingang der Mine beim Marktplatz in der Unterstadt. Geht und bringt ihn Milbert. Und richtet ihm aus, dass er im Sonnenfeuer brennen soll. Okay. Gut, gut, ihr habt gewonnen. Ach so. Ich sage euch, ja. Gebt auf euch acht. Eine Fremdländerin, was? Runter und drüber. Ihr habt euch einen seltsamen Zeitpunkt ausgesucht, um dieses Land zu bereisen. Woher stammt ihr? Na, da ist ja jemand direkt. Die meisten Leute trauen sich gar nicht zu fragen. Ich bin Halbkyraner, wie ihr euch sicherlich schon gedacht habt. Aber ich bin hier aufgewachsen. Und ihr? Ihr habt auch etwas Fremdländisches an euch, wenn ich das so sagen darf. Dürft ihr? Ich bin Nerimese, kürzlich angelegt. Ah, Nerim. Sieht man hier nicht gerade häufig die Tage? Ich würde ja fragen, was euch hierher verschlagen hat, aber leider zieht mir der ehrenwerte Wirt dort drüben jede Minute, die ich nicht spiele, von meiner Bezahlung ab. Andermal vielleicht, in Ordnung? Natürlich. So, erstmal. Vor allem, weißt du auch, das ist auch sehr gut, ne, jetzt vorletzte Folge haben wir geschlafen, damit wir hier Tag haben, ne, was haben wir hier, jetzt unterstützt den Tag und Nacht, ist egal. Ist auch scheißegal. Weil ich sehe mal ein Gebäude. Ja, hier kannst du doch echt nicht leben, oder? Das ist doch, also ich stelle mir allein vor, wenn das nicht so hässlich wäre da und so krank und alles, ne. Dass man doch ziemlich, erkranken würde da, weil da halt alle, weil kein Licht ist und so. Wieso seid ihr nackt? Tealor Arantheal ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Trochessa weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Gut. Was haben wir hier für einen Raum? Was ist das denn? Ascherhaupt. Oh, Psychonik ist nur das Buch. Aber ich kann ja in so vielen Betten schlafen. Ey, wieso sollte ich mich... Also hier kann ich ja kostenlos übernachten. Das ist ganz praktisch. Geht weiter. Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantheal ist so ungewöhnlich wie sein Ruf. Also irgendwie,
kann ich hier mit noch weniger Leuten reden. Na, wenn das nicht mal ein Anblick ist. Wie wäre es mit etwas Zeit? Naja, wenn du nicht so Pixel auf den Brüsten hättest, wäre es bestimmt interessant. Was? Madame, ich wünschte hier auch mal das rote Licht. Schreitet wohl. Was ist das denn, der Herr Senfkorn? Was geht mit dir? Ich will auch so ein tolles Schwert. Das ist so fies, echt. Tja. Überall ja. Heimatlose. Jetzt eine schöne Pfeife, Friedenskraut. Ach, warum muss das Zeug so teuer sein? Warum muss man das Zeug nehmen? Das ist die berechtigte Gegenfrage. Aber ich habe hier einfach gar keine Ahnung, wo man hinlaufen muss. Das ist einfach immer total verwirrend. Oh. Was ist denn wieder hier? Oh. Madame. Hm? Hey, Süße. Schreitet wohl. Na, wie wär's? Alter, die ist ja voll auf, Bitte nur einen. Voll auf Drogen. Rin, Harum. Was ist das denn? Wieso kann ich damit keinem reden, Mann? Ich will Geschichten von den Leuten erfahren. Geschichten, Geschichten. Oh, die haben Glimmerstaub hier. Arbeit, Arbeit. Interagieren, Hinterzimmer. Hier möchte wohl... Tja, damit habe ich nicht gerechnet, dass sowas hier jetzt, ja. Gut. Ja, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie so gute Soundeffekte hier einfügen. Ja. Haben wir ein bisschen gefickt. Oh mein, heilige Maria, Mutter Gottes. Was geht denn mit dir los? Was bist du denn für einer? Ich bin gleich tot. Was ist das denn für eine Ratte? Alter, Alter, Alter. War ich schon bei den hier? Vor allem warum dieser Text auch noch dazu? Hallo? Schade, ich dachte, ich werde das Tablet ausholen. Ey. Junge, Junge, Junge. Ah, zum Glück habe ich noch keine Leute so beim Sex erwischt. Ich glaube, das wäre mir echt so unangenehm, wenn ich plötzlich irgendwen im echten Leben dabei erwischen würde. Aber ist ja nichts Unnormales, ne? Aber rechne mal halt trotzdem nicht damit. Wenn ich mir halt immer so Filmszenen angucke und dann halt irgendwie in irgendwelche... Ja! Ja, Alter! So, vor allem macht sie mir halt extrem viel Schaden, damit ich nicht rechne eigentlich. Alter. Mensch! Oh, Ziegenfleisch und Karotten. Leere Weinflaschen. Zack. Oh, ein Apfel. Ah, der ist der. Da ist ein magisches Symbol. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich alle Symbole hab. Würde ich gerne mal wissen. Was haben wir hier? Arena-Platz. Arena-Kämpfe kenne ich sonst immer nur auf Gosse, aufs,
aus Gothic. So heißt es. Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantial. Wobei da auch je nach Zeit unterschiedlich viel. Muss man ihm lassen. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, der Herr wird es euch vergüten. Zwielichte Gestalt? Wenn ich mir jetzt so vorstelle, Gothic 1 gibt es halt kaum Arena-Kämpfe. Und dann halt so Gothic 3 ist so weiter. In jeder Stadt welche. Geht weiter. Das ist ziemlich gruselig. Wohnbaracke Schille, das ist doch, da kann ich rein. Das wird ja eine Sackkasse sein, vermute ich jetzt einfach mal. Aha. Was? Sie sieht ja gar nicht so arm aus. Was ist denn hier los? Weil die Wohlhabenden. Lebt wohl. Ja. Tealoa Arantial ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er sich hier gefangen ist. Wo seine Machtgebiete sind und wo wieso? Nicht. Was haben wir denn hier? Tempel der Ralata. Ach. Hallo, hallo. Lebt wohl. Was? Hat niemand von euch einen Schlüssel? Sag mal. Was ist das denn? Ich kann überall hier schlafen. Mann. Haben die Schlüssel vielleicht? Die haben die Schlüssel in der Tasche. Ah ja, okay, ich verstehe. Jetzt würde ich mal gerne wissen. Ich habe Speicher gemacht. Ein guter Mann. Das hat geklappt. Naja. Schade, das ist nicht der Schlüssel. Ah, okay. Die haben keinen Schlüssel. Ich vermute mal, die hat denselben Schlüssel. Ne, yo, Schlüssel bringt dann natürlich auch nichts. Ich hätte jetzt gedacht, dass die eventuell diesen Schlüssel für den Tempel zu Ranata haben. Das wäre nämlich bestimmt interessant. Weitergehen. Schade, die sind keine Mission oder so. So. Bei Möglichkeit werde ich mich aber trotzdem auf einen Arena-Kampf einlassen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht interessant ist. Einen Obolus? Der Herr wird es euch vergüten. Nein, Mann. Oh, Maddox, Fischerei. Fischerei. Und da ist ein Abwasserkanal. Ich weiß ja jetzt nicht, ne? Nebelschwamm. Wird die Drohung angebaut oder was? Jetzt packt mich irgendwie die Lust. Was haben die denn alle hier? Die haben Schlüssel. Selbst der Helfer hat einen Schlüssel. Hier ist natürlich nichts drin. Roter Apfel, naja. Der bringt mich auch nicht weiter. Zwielichte Gestalt, Boxer. Tealoa Arantial ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Trochessa weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Einen Groschen! Geht weiter. Wieso kann ich mich denn hier nicht prügeln? Sharin Ralata. Was ist das denn? Ah, schade. Ich dachte, ich könnte ein paar von den Zetteln vielleicht lesen. Was ist denn hier? Westkanal? Wo führt mich das denn hin? Naja, hier kommt man ja nicht wirklich weit. Vielleicht kann man das nur von der anderen Seite öffnen. Hier ist ja jetzt nicht viel. Aber ich komme hier nicht weiter, deswegen würde ich gerne hier raus, zurück.
einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Komm ich doch von hier? Naja. Unterstadt Brackenplatz. Also die Unterstadt ist ja fast noch komplizierter als die Oberstadt. Du halt gar keine Anhaltspunkte irgendwie an dem Himmel, was warst, ne? Leute, ich sage, da war ich ja alles schon. Das ist doch alles doof. Wunderbar. Kein Anstand mehr, die jungen Leute von heutzutage. Anstand mehr. Marktplatz. Hingemus. Ja. So, gehen wir zum Marktplatz. Das ist ja immer so ein zentraler Angelpunkt. Ist eigentlich nie schlecht, dahin zu gehen. Scheint viele Pilze. Aber ich mache hier erstmal einen Cut bis zur nächsten Folge und ja, tschüss.